Ja, hallo liebe Leute, hier ist nochmal der Thomas Müller aus Gütersloh. Ich wollte nochmal auf mein letztes Video auch eingehen, und zwar dieses Tilgungsersatzdarlehen anstelle des Annuitätendarlehens. Ja, hierzu ist zu sagen, dass wir ja besprochen hatten oder ich beschrieben hatte, dass ihr im Endeffekt immer ein Tilgungsersatzdarlehen finden solltet oder wählen solltet statt das Annuitätendarlehen, weil ja im Endeffekt der abgetilgte Schuldstand nicht so viel wert ist. Da wollte ich ja nochmal drauf eingehen, hatte ich im letzten Video erzählt. Und zwar geht es darum, dass ihr später immer mehr Eigenkapital einsetzen müsst, um für die Bank finanzierbar zu sein. Das bedeutet, am Anfang finanziert euch die Bank, oder zumindest in der Niedrigzinsphase war es sogar so, also nicht nur 100% den Wohnungskaufpreis, sondern auch noch die Nebenkosten. Also das bedeutet die Grunderwerbsteuer, die Amtsgerichtsgebühren und auch die Notargebühren und auch die Maklergebühren. So, und später ist es so, dass die Bank immer mehr sagt, ihr habt einen gewissen Blankoanteil, zu dem ihr finanziert werdet. Und dieser Blankoanteil wächst dann immer mehr an, sodass ihr irgendwann nicht mehr finanzierbar seid mit den normalen Einnahmen, die ihr jetzt in dem Moment habt. Und dann möchte die Bank immer mehr Eigenkapital oder Absicherungen haben. So, und in dem Moment ist es natürlich gut, wenn ihr in einen Tilgungsersatz angespart habt, weil das wäre eine Möglichkeit, um dann Eigenkapital darzustellen. Wenn ihr nämlich abgetilgt hättet oder habt, dann ist im Endeffekt die frei gewordene Grundschuld immer eine schwierige Geschichte. Wie ich in dem letzten Video schon gesagt hatte, ist ja die finanzierende Bank am Erstrang im Grundbuch, und dann müsstet ihr den nächsten Deal auch mit der finanzierenden Bank machen, damit die vielleicht diese Wohnung nachbeleiht und euch wieder auf den Kaufpreis praktisch, also das, was ihr schon abgetilgt habt, das als Eigenkapital ansieht und dann auch nur 80% dessen, was abgetilgt wurde. Also sprich, wenn ihr das Geld anspart, habt ihr 100% an Eigenkapital. Ja, weitere Sachen, wie ihr Eigenkapital darstellen könnt gegenüber der Bank, sind natürlich geliehenes Eigenkapital durch die Eltern oder durch Freunde oder wie auch immer. Das ist eine Geschichte, die man machen kann, weil das lohnt sich für alle Seiten grundsätzlich. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein größeres Mehrparteienhaus oder ein Mehrparteienhaus kauft, das meinetwegen mittlerweile ja so um 1 Million herum kostet, es ist einfacher zu rechnen, deswegen 1 Million. Dann habt ihr 10% über den Daumen gesehen Nebenkosten, das sind 100.000 Euro. Und die müsst ihr ja mindestens bringen. Jetzt geht ihr mal davon aus, dass ihr kein Eigenkapital habt, dann würde euch die Bank jetzt zum Beispiel nicht mehr finanzieren und euch das Mehrfamilienhaus nicht geben wollen oder finanzieren wollen. Und dann müsstet ihr Eigenkapital beschaffen, zumindest in Höhe von 100.000 Euro. Wenn ihr jetzt zu euren Eltern geht oder zu anderen Freunden, die zum Beispiel, wo ihr wisst, dass das Geld da ist und momentan ja keine Verzinsung am Markt anliegt, dann könnt ihr euren Eltern sagen, ja, passt auf, ich mache mit euch einen Darlehensvertrag privat und ich leihe mir diese 100.000 Euro als Nebenkosten für mein Mehrfamilienhaus und zahle euch darauf 5% Zinsen. So, 5% Zinsen würden eure Eltern normalerweise nie auf dieses angelegte Geld bekommen, sondern sie würden sogar Minuszinsen auf dem Bankkonto bezahlen. Deswegen wäre das kein schlechter Deal für eure Eltern und ihr würdet sie nicht übervorteilen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ihr aber auf die Gesamtsumme im Endeffekt nur 0,5% Zinsen mehr bezahlt. Also auf 1 Million verschiebt sich ja praktisch das Komma dann auch auf den Zinssektor, also nicht von 5%, sondern auf 0,5%, weil 100.000 Euro nur 10% von 1 Million darstellt. Und so kann man praktisch ein Eigenkapital darstellen, um dann weiter finanzierbar zu bleiben. In der nächsten Folge gehe ich mal darauf ein, wie ihr das rollierende Eigenkapitalverfahren einsetzen könnt. Das ist auch noch eine interessante Variante, um finanzierbar zu bleiben. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Bitte den Daumen hoch und das Abonnieren nicht vergessen.